dem, ja, er hätte sich aussuchen können, wen er heiratet. Ja, er hätte sich dann eine, sagen wir mal, 15-Jährige oder 10-Jährige, was damals normal war, aussuchen können, die Jungfrau war, die hübsch war, die. Wen hat er geheiratet? Er hat Khadija geheiratet. Sie war 15 Jahre älter. Eine Frau, die schon mehrere Male verheiratet war und und Kinder hatte von vorherigen Ehen. Eine 15 Jahre ältere Frau, die schon Kinder hatte von anderen Männern. Ja? Sie hat er geheiratet. Wie lange war er mit ihr verheiratet? Er war mit ihr verheiratet, bis sie gestorben ist. Bis sie gestorben ist. Subhanallah. Das ist ein Beweis dafür, dass er niemals so war, dass er hinter Frauen her war. Und bei Allah hätte er gewollt, so hätte er das Beste vom Besten bekommen. Die Schönsten von den Schönsten bekommen. Bevor er Prophet war und nachdem der Prophet war, erst recht. Aber er hat nicht so geheiratet. Alle Frauen, die er geheiratet hat, bi Abi wa Ummi wa sallam, außer Aisha, alle Frauen, die er geheiratet war, waren geschiedene Frauen, alleinerziehende geschiedene Frauen oder Witwen. Unter seinen Frauen war eine Frau, die über 80 Jahre alt war. Radiallahu anhum ajma'in. Der Prophet Muhammad sallam, hat eine alte Frau geheiratet. Noch älter als Khadija. Ja? Er war mit ihr zusammen, sie war über 80 Jahre alt. Saudara radiallahu anha. Ja? Und er hat Frauen geheiratet, die zum Beispiel geschieden waren, weil diese Frauen niemals niemand geheiratet hätte. Er hat Frauen geheiratet, die verwitwet waren, die normalerweise niemals jemand geheiratet hätte. Aber der Prophet Allah wollte den Menschen zeigen, damals, ey, diese Frauen sind eure Gläu sind, sind die Mutter, sind die Mütter der Gläubigen. Diese Frauen, die Frauen des Propheten, sind ja unsere Mütter. Allah sagt im Koran in Surat al-Ahzab, und seine Frauen, die Frauen des Propheten, sind eure Mütter. Die zählen als unsere Mütter. Wer? Diese verwitwete Frau, diese geschiedene Frau, diese alte Frau, dies ist unsere Mutter, die wir respektieren und lieben müssen und als Idol sehen. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, sehen wir das ganz, ganz anders als das, was der Westen uns hier vorgaukelt. Ja, oder verkaufen will. Und deswegen, liebe Geschwister, er hat den Frauen eigentlich, indem er diese Frauen geheiratet hat, hat er ihnen Rechte gegeben und ihren Stellenwert erhöht und gezeigt, dass man diese Frauen, wenn der Prophet, ja, der Liebling aller Gläubigen, das Vorbild aller Menschen auf dieser Erde, wenn er diese Frauen heiratet, ist dann irgendetwas Negatives dabei, solche Frauen zu heiraten?